Einen wunderschönen. Heute ist Freitag, der 8. März 2013 und natürlich beginne ich mit einem herzlichen Glückwunsch an alle Frauen zum heutigen Internationalen Frauentag und verspreche hiermit hoch und heilig und feierlich und in aller gebotenen Form, mich auch weiterhin für die wirkliche Gleichberechtigung der Frau einzusetzen und für eine echte Emanzipation. Und damit will ich es dann dafür für heute auch schon belassen. Denn wir müssen reden über die Bürgerschaft, die am Mittwoch dieser Woche stattgefunden hat. Zwei große Themen standen auf der Tagesordnung. Zum einen mal wieder das Theater und zum anderen der städtische Haushalt. Beim Theater ging es darum, der SPD-Bildungsminister auf Landesebene Matthias Brotkorb verlangte von der Stadt, dass sie ein Letter of Intent unterschreibt, also eine rechtsverbindliche Absichtserklärung. Da sollte drinstehen, dass wir über zwei Modelle verhandeln mit dem Land und der Landeshauptstadt Schwerin zur Fusion beider Theater. Also wir verhandeln, aber am Ende steht eine Fusion beider Häuser. Die SPD, die CDU, die Grünen in Rostock wollten unbedingt, dass wir das mit unterschreiben. Sie hatten keine Mehrheit in der Bürgerschaft am Mittwoch und deswegen wollten sie uns, die Linke, dazu drängen, Ja zu sagen. Ein leicht hilfloser Versuch, denn dass die Linke Ja sagen würde zu einer verfehlten Theaterpolitik des Landes, für die es in den Kommunen keine Mehrheit gibt, ist ein Wahnsinn, ist ein Irrglaube und hat nicht stattgefunden. Daraufhin wurden sie alle leicht panisch und haben am Mittwoch einen neuen Vorschlag gemacht, der da heißt, wir reden nochmal darüber, ob wir diesen Letter of Intent, diese Absichtserklärung unterschreiben und vor allen Dingen reden wir auch nochmal darüber, was es noch für Möglichkeiten gibt, um ein eigenständiges Volkstheater in Rostock zu erhalten. Das finden wir deutlich schlauer, deswegen haben wir Ja gesagt. Viele meinen, dass es jetzt ganz kompliziert wäre. Ich finde, das ist eine überschaubare Situation, die ziemlich einfach ist. Zweiter Punkt, der Haushalt. Am 30. Januar hat die Bürgerschaft ja schon mal über den Haushalt abgestimmt und da gab es eine Mehrheit, aber der Oberbürgermeister ist in Widerspruch gegangen. Die Linke hat am 30. Januar dem Haushalt nicht zugestimmt, weil wir erstens die Steuererhöhungen nicht mittragen wollten und zweitens, das war unser wichtigster Punkt, wir gesagt haben, es fehlt einfach zu viel Geld im Bereich der Jugendhilfe. Also für Stadtteil- und Begegnungszentren, für Jugendclubs, für Kulturvereine, für Sportvereine und. Nun haben wir für diese Sitzung nochmal einen neuen Antrag rausgeholt, der nochmal 240.000 Euro mehr für die Jugendhilfe bedeutet hätte und damit wäre das Gröbste abgedeckt gewesen. Die SPD hat uns deutlich glauben lassen, dass sie unseren Antrag mitgeht. Sie hat kein Wort gesagt und nachdem der Antrag zur Steuererhöhung durch war, den wir dann dieses Mal als Kompromiss mitgetragen haben, damit Sie dann bitteschön den mehr Mitteln für die Jugendhilfe zustimmen, da hat die SPD Nein gesagt. Also die SPD hat übrigens, ohne das zu begründen, abgelehnt, die Träger der Jugendhilfe so zu finanzieren, dass sie wenigstens weiterarbeiten können. Und dann hat sie komisch geguckt, als wir den Haushalt abgelehnt haben. Dadurch gab es überhaupt keine Mehrheit für den Haushalt, weil die CDU meinte, Steuererhöhung machen wir nicht, deswegen lehnen wir den Haushalt sowieso ab und jetzt ist großer Alarm. Wir werden uns nächste Woche an die Verwaltung wenden und einen konkreten Vorschlag machen, wie ein neuer Haushalt aussehen kann, der jetzt nämlich vorgelegt werden muss. Wir brauchen schnelle Entscheidungen, denn sonst gibt es überhaupt kein Geld für die Träger der Kinder- und Jugendhilfe und das will niemand. Viel zu tun also in der nächsten Woche, die übrigens wieder eine Sitzungswoche ist. Schöne Woche wünsche ich. Bis dahin alles Gute. Tschüss, tschüss.